Du, schon wieder, ja? Mir geht's irgendwie nicht so gut. Meinst du, ich hab mir irgendein Horrorvirus im Krankenhaus eingefangen? Die Patienten, bei denen du warst, die haben nichts Virales. Genauso wenig wie du. Jessica, würdest du bitte damit aufhören, ja? Weißt du, das zieht vielleicht bei Hagen, aber nicht bei mir. Guten Morgen, wer auch immer Sie sind. Guten Morgen. Haben Sie Tristan gesehen? Ach, verstehe. Was verstehen Sie? Ah, ich hoffe, Sie haben ihm wenigstens was geboten nach der geplatzten Hochzeitsnacht. Was? Ach, natürlich. Tristan ist Ihnen noch was schuldig. Wissen Sie was? Die Nummer geht auf mich. Schließlich sind wir eine Familie. Oh mein Gott, Sie sind ja noch schmieriger als Ihre Frisur. Wie sehe ich aus? Raketenmäßig. Und ich? Oh, raketenmäßig. Und, wie sehe ich aus? Raketenmäßig. Oh Mann, drück mir die Daumen, dass es ein paar nette Leute in meiner Stufe gibt. Sind schon. So, und ich sag nur, ich muss jetzt arbeiten. Also viel Glück, mein Schatz. Ich muss auch mal los. Bis später. Ja. Ich find's übrigens super, dass du jetzt hier arbeitest. Viel, 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 viel Glück und es wird schon, ja? Danke. Die kleine Enkeltochter. Melde mich zum Dienst. Hm. Pünktlich bist du, das ist gut. Es gibt viel zu tun. Bereit? Ja, damit kannst du gleich anfangen. Was mache ich damit? Kopieren. Alles? Mhm. Jede Seite einzeln. Gegen 11 bringst du Kaffee rum und danach bist du im Atelier gefragt. Da kann ich den Designern über die Schulter gucken. Eher auf die Füße. Du fegst die Stoffreste zusammen und danach ordnest du die Entwürfe auf Anweisung. Das ist ein bisschen viel für den Anfang, oder? Hast du ein Problem damit? Nee. Ich freue mich. Tierisch. Das ist genau die richtige Einstellung. Hey, Tristan. Hallo, Olli. Mach mir bitte einen Kaffee. Klar. Ich wollte nur noch mal sagen... Was? Dass es dir leid tut? Ja. Das muss ein Albtraum für dich sein. Was genau? Dass meine Verlobte mich vom Traualtar stehen gelassen hat oder dass sie mich mit meiner eigenen Schwester betrogen hat? Sorry, ich wollte dich jetzt... Oder tut es dir vielleicht leid, dass... der gesamten Welt lächerlich gemacht habe. Und dass alles, wovon ich jemals geträumt habe, eine einzige Lüge war. Das alles tut mir leid. Mach mir einfach einen Kaffee. Vielleicht noch was gegen den Kater dazu? Immer her damit. Dann spar dir dein Mitleid. Typischer erster Tag, hm? Ja, woran sieht man das? Du stehst am Kopierer. Der kann ja dir reingedrückt, stimmt's? Ja, man möchte kotzen. Hab ich gerade. Hast du dich übergeben? Daniel ist ein Penner, aber leider liebe ich ihn. Was ist denn passiert? Ich hab Bauchschmerzen, mir geht's total dreckig und ich laufe irgendwie auf Eiern, aber Daniel denkt, ich will ihn nur anmachen. Und was machst du da jetzt?
recherchieren, was ich hab. Solltest du denn nicht lieber zum Arzt gehen? Ich dachte mir da auch nichts anderes, als zu gucken, was auf die Symptome passt. Okay, und was passt auf deine Symptome? So ein mieser Keim. Hm, das passt auch. Ein Magengeschwür. Glaubst du das echt? Können auch Gallensteine sein. Ja, könnten, aber... Oh Gott. Was? Das ist... Darmtumor. Da passt alles. Das ist doch Quatsch. Ich werde sterben. Ich werde einsam und allein jämmerlich krepieren. Also auf jeden Fall, entweder einige ich mich schnell mit der Brauerei oder gar nicht. Alles klar. Gut, danke. Bis später. Pass auf. Ja, ciao. Ciao. Entschuldigung. Ich suche Oliver Sabel. Blöd, der ist gerade weg. Aber so in einer Stunde bestimmt wieder zurück. Okay, gut, danke. Mann, hat der Chef eine Laune. Kein Wunder nach der Nummer gestern. Ihr seid ja nicht als Kommentatorin angestellt, sondern als Kellnerin. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Abgang gestern war ja nicht gerade sehr gräflich. Bitte? Nee, ich kenne den Spruch sonst nur vom Zigarettenholen. Du wolltest was zu trinken besorgen und das war's dann. Ja, und? Ja, ich bin durch diesen riesigen Kasten geirrt und dann hat er noch so ein ekelhafter Geltyp versucht, mir 100 Euro zu bezahlen, weil er doch wirklich... Ich verstehe schon, das war Ansgar. Was verstehst du? Natürlich reicht es nicht dumm genug, dass es mit dem Autoklau nicht geklappt hat. Sag mal, geht's noch? Ich hab mir die ganze Nacht deinen Kummer angehört und versucht, dich zu trösten. Was soll das jetzt? Was denn mit so noch mehr Geld? Du hattest so recht. Du bist ein Idiot. Ich hab echt meine eigenen Probleme und brauche nicht noch den Sondermüll von anderen. Gut, dann kannst du doch aufhören, mich zu beerdigen und dich um dein eigenes vermurstes Leben kümmern. Sie sehen aus wie ein Schluck Wasser an der Kurve. Ich werde sterben. Aber nicht hier. Was machst du denn da? Wonach sieht's denn aus? Danach, dass Tanja übers Ziel hinausgeschossen ist. Das ist doch halb so wild. Auf jeder Leiter muss man mit der ersten Sprosse beginnen. Das lassen wir uns nicht bieten. Wir? Clarissa, muss ich dich daran erinnern, dass wir alle mal klein angefangen haben? Ich habe nie klein angefangen. Und meine Enkelin wird das auch nicht tun. Oh, Vorzugsbehandlung, das schafft böses Blut in der Belegschaft. Komm, Leonie. Ich muss das aber noch fertig machen. Ich habe andere Aufgaben für dich. Also, dann habe ich wohl einen Spezialauftrag. Ich mache es aber später weiter. Ja, nur zu. Lass dir ein bisschen Puderzucker in den Hintern blasen. Die Verhältnisse dieser Firma vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ja, aber bitte nicht auf meine Füße. Du musst hier vor niemandem Angst haben. Und gib's doch mal zu, kopieren ist doch, naja, so wie Timo sagt, Bullshit. Du bist erleichtert, oder? Ja, schon. Und wie sagt man da? Dankeschön. Möchtest du vielleicht deinen Ärger mit einem Getränk runterspülen? Ja. Ich nehme Kaffee schwarz, bitte. Gut, kommt sofort. Ich habe eine Familie. Und ich brauche ganz sicher keinen halbirren Stalker, der sich als mein Bruder ausgibt. Klar soweit? Klar. Das gehört dir. Ich habe hier meine Nummer draufgeschrieben, nur für alle Fälle.
hast natürlich recht. Wir dürfen den Onlinehandel nicht vernachlässigen. Ja, unbedingt. Stell dir vor, es gibt tausende von Frauen, die gerne ein LCL-Kleid hätten oder ein Accessoire, aber keine Zeit haben, in irgendeinen Flagship-Store von uns zu gondeln. Stell dir vor, du wohnst in Hannover oder Dresden. Lieber nicht. Eben. Und jede Firma macht Online-Shopping. Und da wackelt LCL, ehrlich gesagt, ziemlich hinterher. Vielleicht werden wir uns später darüber noch unterhalten, nach der Versammlung. Welche Versammlung? Diese hier. Nun, ich habe Sie hergebeten, weil ich Ihnen jemanden vorstellen möchte. Leonie Richter, meine Enkelin. Sie beginnt heute bei uns eine Ausbildung und ich bin mir sicher, dass sie sich bald für höhere Aufgaben qualifizieren wird. Oma, das ist peinlich. Mit Leonie setzt sich eine Tradition fort. Meine. Und ich habe große Hoffnung, dass sie eines Tages genau die Richtige sein wird, um diese Firma zu leiten. Leonie gehört zur Familie. Zu meiner Familie. Und deshalb erwarte ich von Ihnen, dass Sie sie unterstützen. Ich danke Ihnen, Leonie. Danke. Also, schön, dass ich da bin. Nee, schön, dass Sie da sind. Ich meine, ja, hi. Danke, bitte. Hallo Bella, ich bin's. Tja, schade, dass ich nur die Mailbox erwische. Ich will heute mal wieder zu Mamas Grab und dachte mir, du möchtest vielleicht mit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auf dich warten soll oder nicht. Bitte ruf mich zurück. Wo bist du überhaupt? Ich weiß ja, deine Freiheit. Es interessiert mich nur. Und ich frage mich, vor ein paar Tagen wolltest du doch wissen, ob du adoptiert wurdest. Und seitdem bist du irgendwie anders. Ja, ich will dir nur sagen, vergiss diesen Schwachsinn ganz schnell wieder, ja? Natürlich bin ich. Wie kann sie es wagen, ihre Brut als Nachfolgerin auszurufen? Da könnte ich ja gleich Emma als Gremiumsvorsitzende nominieren. Oder mich. Soll das witzig sein? Ja, was witzig ist, entscheidet ja wohl immer noch ich. Wovon reden Sie überhaupt? Ach, von Clarissa und ihrer geisteskranken Versammlung. Entschuldigung, ich war nicht da. Ja, also Jessica, nicht, dass Sie irgendetwas verpasst hätten, ja, aber Sie können ja nicht tun und lassen, was Sie wollen. Mir ist wirklich nicht so gut. Gott, wie ich diese Simulanten hasse. Bin ich tot? Ja. Und das Krankenhaus ist der Himmel. Was ist passiert? Tanja hat einen Rettungswagen gerufen, weil du auf der Arbeit zusammengeklappt bist. Bin ich nicht. Bist du doch. Oh. Und jetzt denkst du, ich habe das alles nur gemacht, um mich ja nicht ranzuschmeißen. Also, das würde ich nicht mal dir zutrauen. So, machen Sie bitte die üblichen Tests und vorsichtshalber nur ein großes Blutbild, ja? Von meinem Blut macht keiner ein Bild. Ich habe einen Darmtumor und ich werde sterben. Jessica, du hast weder einen Darmtumor noch wirst du sterben. Wenn du bei mir bist. Also in den besten Händen. Ich kriege schon raus, was mit dir los ist. Warum auch so weh? Jetzt echt gern unsichtbar. Es war wirklich peinlich, wie dich deine Oma hier präsentiert hat. Bin ich bei allen Kollegen unten durch. Und das am ersten Tag. Wer will schon was mit der verhätschelten Enkelin der Chefin zu tun haben? Das ist doch völliger Unsinn. Das haben die alle total schnell vergessen. Wart's mal ab. Ich will hier wirklich was lernen. Und nicht als Kronprinzessin einen Crashkurs in Sachen Chefsein machen. Und ist mal wieder völlig typisch für euch deutschen Kiddies. Weißt du, was passiert, wenn jemand in Caracas eine Firma erben soll? Nein. Pass auf, erstmal der gute Laune.